Mehr als 50% des Einkommens in Deutschland gehen in Form von Steuern und Abgaben an den Staat. Man sollte nun meinen, der Staat geht wirtschaftlich mit dem Geld um. Das ist leider nicht immer der Fall. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was denken Sie, wenn Sie über Steuergeldverschwendung nachdenken? Gibt's nicht? Geht mich nichts an? Man kann nichts dagegen tun? Ich sage doch. Oder ärgern Sie sich auch, wenn Sie an Steuergeldverschwendung denken? Ich sage zu Recht. Im April möchte der Bund der Steuerzahler und die Friedrich-Naumann-Stiftung mit Ihnen in Duisburg einen Blick auf die Verschwendung im Ruhrgebiet werfen und hier in Köln auf dem Heinrich-Böll-Platz einen Blick auf die Stadt und die Umgebung. Im Mai werden wir dann gemeinsam im Düsseldorfer Landtag über unsinnige Subventionen sprechen. Ich freue mich auf Sie. Melden Sie sich kostenfrei an unter www.freiheit.org.